Ja, hallo. Ich habe jetzt schon sehr viel über Bogenbau berichtet und beschrieben und erzählt. Und an dieser Stelle möchte ich ganz einfach mal etwas anderes machen, und zwar euch zeigen, wie man sich selber Pfeile bauen kann und vor allem auch, wie ich mir die Pfeile selber baue. Wenn man jetzt Pfeile bauen möchte, braucht man natürlich einige Utensilien. Angefangen hierbei natürlich bei den Pfeilschäften. Diese sind meistens aus Kiefer, die kriegt man im Internet. Ein Zollstock ist relativ wichtig, eine Säge, dann eine kleine Vierkantpfeile oder Dreikantpfeile, eigentlich egal. Eine Rundraspel. Wer die nicht hat, kann sich auch eine ganz einfache Fliesensäge nehmen. Weiterhin brauche ich eine halbrunde Pfeile, ein bisschen Schleifpapier, Körnung 230 oder 120, ist eigentlich auch ziemlich egal. Dann eine Zange, ganz wichtig für die Spitzen, die man draufschrauben möchte. Natürlich hat so ein Pfeil auch Federn, die bekommt man auch entweder fertig gestanzt oder in voller Länge oder man nimmt sich ganze Federn. Dann zum Wickeln der Pfeile braucht man einen Garn, ich nehme hier Leinengarn. Und am Ende des Pfeilbaus brauchen wir dann noch Leinöl, Terpentin. Das wird dann gemischt, 10% Terpentin wird da reingetan und der Rest Leinöl. Und damit hat man dann eine wetterfeste Lasur quasi. So, relativ wichtig ist auch immer noch ein Messer, Allzweckwaffe sozusagen. Und ein kleiner Stift ist auch ganz nützlich. So, fangen wir jetzt also mit dem ganz normalen Pfeilschaft hier an. Der wird wahrscheinlich länger sein, als ihr ihn braucht. Normalerweise werden die in 31 oder 32 Zoll geliefert. Eure Auszugslänge ist relativ einfach rauszufinden. Da gibt es als erstes mal die Methode, dass man den Pfeilschaft auf die Brust aufsetzt, beide Hände nach vorne macht und dann an dieser Stelle absägt. Das wäre dann eine Möglichkeit, eure Auszugslänge zu bestimmen. Ich habe aber festgestellt, dass das bei mir dummerweise nicht der Fall ist und die Pfeile immer zu kurz waren. Also bin ich ganz einfach hingegangen, habe den normalen Pfeil eingelegt und habe dann ablesen lassen vorne, wie lang der Pfeil sein muss. Man hat mir da einfach einen Strich drauf gemacht. Das kann man allerdings auch relativ einfach so machen. Und ja, dann markiert man das Ganze hier und sägt das Ganze einfach ab. Das nächste, was an die Reihe kommt, ist das Nockeinfeilen. Dafür tun wir mal den Schraubstock ganz kurz raus und spannen den Pfeil. So, und dann, bevor man anfängt, gibt es noch eine ganz wichtige Sache zu beachten, und zwar die Lage der Jahresringe im Holz. Ich habe hier mal das Ganze aufgezeichnet. Das ist der Pfeilschaft und die Jahresringe, die da drin liegen. So, und wenn man jetzt die Nock einfeilen möchte, insofern man keine Plastikklebenock drauf bappen möchte, muss man auf jeden Fall die Nock so einfeilen. Ganz einfach, wenn man die Nock andersrum einfeilt, so hier, dann würde die Sehne beim Schuss mit dem Pfeil quasi den Pfeil von oben der Länge nach spalten. Und da wir das natürlich nicht wollen, machen wir die Nock immer im rechten Winkel zur Jahresringe. Das erste, was ich beim Einfeilen der Nock mache, ist mit einer Vierkantpfeile, geht auch eine dreieckige Pfeile, ist eigentlich egal, die Mitte festzulegen, sodass ich dann nachher mit der Rundraspel besser den Nockschlitz einfeilen kann. So, das reicht im Grunde schon. Als nächstes nehmen wir jetzt die Rundraspel und raspeln damit die Nock in den Schaft. Das nächste, was wir jetzt machen, ist, diese Nock so ein bisschen verfeinern. Und zwar wollen wir die nicht ganz so kantig haben. Also runden wir das Ganze innen ein bisschen ab. Von der einen Seite und auch von der anderen Seite. So sieht die Nock jetzt aus. Und jetzt sieht man, die ist obenrum noch so ein bisschen eckig. Also gehen wir jetzt hin, und zwar mit der normalen Feile. Und runden auch hier ein wenig die Kanten ab.
nachdem die Nocke jetzt so einigermaßen fertig ist, kommt als nächstes das Schleifpapier in die Reihe. Im Anschluss wird jetzt noch die Nocke so ein bisschen aufgefrischt. Die ist sonst noch so ein bisschen fransig, das ist nicht so ganz toll. Jo, nachdem jetzt die Nocke fertig ist, kommt als nächstes die Spitze an die Reihe. Wir haben hier Schraubspitzen. Es gibt auch Klebespitzen, das ist ein bisschen anders. Schraubspitzen sind aber im Grunde besser, weil man sie nur draufschrauben muss. Man muss dann nicht unbedingt Kleber dazu tun, mache ich jedenfalls nie. Und an dieser Stelle braucht man dann auch die Zange, weil die kann man nicht ganz da drauf drehen. Wenn man dann eine Zange hat, dann dreht man das Ganze da so lange, bis sich das nicht mehr weiter drehen lässt. Und dann sitzt die Spitze schön zentrisch auch auf dem Fallschaft. Im Grunde gesehen haben wir ja jetzt alles. Wir haben Spitze, wir haben eine Nocke, den Fallschaft haben wir natürlich auch noch. Was fehlt, ganz richtig, sind die Federn. Und da gibt es mehrere Arten. Entweder kauft man sich die Federn fertig, man kauft sich Federn in voller Länge oder man kauft sich ganz normale Federn, wie man sie auch aus dem Kinderbuch kennt. Das heißt, Kiel und alles ist noch dabei. Und da muss man natürlich immer wieder ein bisschen nacharbeiten. So, und die verschiedenen Arten, wie man jetzt die Federn da dran bringt und auch auf welche Weise jetzt man seine Befiederung auswählt, das erkläre ich euch jetzt. So, wie eben schon gesagt, gibt es in erster Linie die Federn, die fertig gekauft werden können. Das sind vorgestanzte Federn, die muss man im Grunde nur noch auf dem Pfeil draufkleben. Dann gibt es sogenannte Federn in voller Länge, die sind auch schon hinten am Kiel geschliffen. Die muss man nur noch in die passende Form schneiden und dann auf den Pfeilschaft kleben. Und dann gibt es für die Spezialisten unter uns natürlich auch noch ganz normale Federn, die man natürlich vorher noch so ein bisschen behandeln muss. So, beginnen wir hierbei mal bei der komplexesten Sache. Dann arbeiten wir uns von relativ komplex zu relativ einfach runter. Das ist, denke ich mal, am simpelsten zu erklären. Wir haben hier die ganze Feder. Da brauchen wir dann noch einen Cutter für, ein Stahllineal, dann brauchen wir später dann noch Paketklebeband, einen Schleifklotz, ein bisschen Sandpapier, Stärke 60 habe ich mir ja ausgesucht, einen Notizblock oder ein weißes Blatt, das tut es auch, und eine Schere. Und man braucht natürlich ein bisschen Kreativität bei der Federformsuche. Das erste, was wir jetzt mit der Feder anstellen, ist, die beiden Federhälften voneinander zu trennen. Dabei gehen wir hin und fangen an, die Feder zu spalten. Als erstes setzt man so einen ganz kleinen Riss. Man sollte natürlich nicht abrutschen, das ist kontraproduktiv. Ja, das passiert mir jetzt laufend, das ist Vorführeffekt. Man setzt einen kleinen Anriss, so. Und danach kann man dann hingehen und die Feder komplett spalten. Dürfte dann mit dem Anriss relativ leicht vonstatten gehen. So, auf der anderen Seite kann man das dann wegziehen und dann hat man die Federn komplett gespalten. Von der Feder gebrauchen wir natürlich hier die größere Seite, die kleinere könnte man rein theoretisch auch noch im Pfeil tun, tun wir jetzt aber erstmal weg. Dann haben wir hier mir extra dafür gebaut, so zwei kleine Schablönchen. Und zwei Klammern, die findet man im Bastelbedarf. Und dazwischen klemmt man jetzt erstmal diese Feder ein. So, so. Festklemmen. Ja, will nicht. So, jetzt klappt das. Jetzt seht ihr hier, jetzt haben wir hier oben den Federkiel und als nächstes gehen wir jetzt hin mit unserem Schleifpapier und führen quasi die Feder an diesem Schleifpapier entlang, solange bis wir den Kiel so weit runtergeschliffen haben, dass wir den dann aufkleben können.